Satellitenabdeckung nun verfügbar. Zusätzliche Werbung online. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Commander, wir haben verschiedene Entführungsfälle auf dem Hologlobe. Ich habe die Koordinaten gespeichert. Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Ihr geht runter, ich... Mexiko ist das Ziel der nächsten Mission. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Thank you.
könnte sie ja mal mit einem Haken. Deckung! Das ist da noch zum Glück erstmal gar nichts.
schnell wegbewegen, weil das wird gleich explodieren. Das ist schade, denn Position bestätigt. So, dann wollen wir nochmal hier rein.
gebrochen. Du bist okay. War das? Bei dem Viehtransport. Auf Feldposten. Bestätige. Da steht noch ein alter weißer Tisch. Besser. Ich habe alles im Blick. Ja, ist die Kühle so subi. Die ist subi. Einfach subi. Rücke aus. Go. Ziel bestätigt. Verstanden. Los geht's. Ein weiterer Sieg. Gute Arbeit, Commander. Ja gut, da trinke ich drauf. Alles nach Plan und keinerlei Verluste. Hoffentlich verläuft jede Operation so gut. Oh, das wäre schön. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Ja, selbstverständlich. Thank you.
Scanner mit der Überwelt verbinden kann. Wo in Ägypten geht's ja übelst ab. Es geht um uns da die Panik so hoch. Ich gebe doch schon mein Bestes hier. Schnappis Beste kann ich denn sagen. Da wir jetzt im Besitz des Hyperwellenleuchtfeuers sind, stellt sich die Frage, was wir davon lernen können. Vielleicht sollten wir in der Zwischenzeit prüfen, ob UFO-Aktivitäten zu sehen sind. Ja, vielleicht. Vielleicht schon, wenn ich durchkomme. Wo ein Firestorm. Klappern. Wo war denn? Ich habe gar keinen Platz mehr. Müssen wir uns wohl erstmal was abschießen. Commander, wir haben eine Anfrage vom Rat erhalten. Höchste Prioritätsstufe. Auf den Schirm. Davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Selbstverständlich, Meister. Dafür werde ich ja bezahlt. So, der Magic Man ist ja mal übelst schlecht ausgerüstet. Den hatte ich wohl geisterrüstet. Den hatte ich wohl echt schon. Thank you.
eingetroffen. Der Schauplatz dieses Einsatzes liegt in Südafrika und wir müssen uns beeilen. Wir haben eine gewaltige Plasmabombe entdeckt. Aber die ist gewaltig, Alter. So, dann zocken wir noch rein. Die in diesem Gebiet zur Explosion gebracht werden soll. Falls die Aliens das Ding fertig aufladen und es hochgeht, haben wir massenweise Opfer im ganzen Stadtgebiet. Unsere Sensorsignale lassen vermuten, dass es sich hierbei um einen Mechanismus zum Scharfmachen der Bombe handelt. Die Aliens übertragen Energie von dort direkt zur Bombe. Wenn sie diesen Energieknotenpunkt deaktivieren, haben sie mehr Zeit, um den Sprengkörper zu finden und zu entschärfen. Ziele wurden aktualisiert. Im Eilmarsch! Sehr gut. Sie haben noch einen ausgeschaltet. Wo ist hier da auch viele Energie?
Position. Knotenpunkt ist lahmgelegt, Strike One. Ich wiederhole, Energieknotenpunkt deaktiviert. Knotenpunkt weniger. Offensichtlich haben Sie die Bombe gefunden. Jetzt entschärfen Sie sie, bevor sie diese Stadt zerstört. Ziel wurde aktualisiert. Bin unterwegs. Zeig mal, wie weit kannst du werfen. Schade, okay. Drücke aus. Energieknotenpunkt ohne Energie. Zu den Haken. Zack.
Das war's dann für diesen Knotenpunkt. Knotenpunkt deaktiviert. Verstanden, nichts. Kommt man dann
Commander, wir registrieren einen Energieanstieg in... Ja, eine Runde noch, aber ich werde sie jetzt entschärfen, also alles gechillt. In der Gegend. Diese Bombe wird jeden Moment vollständig geladen sein. Scheiße. Sie sind fast fertig. Beseitigen Sie den restlichen Widerstand, bevor Sie zurückkommen. Feindkräfte nähern sich Ihrer Position, Strike One. Augen auf, Leute. Neues Ziel erhalten. Ja, wo können die denn sein? Ich gehe einfach zurück zum Sky Ranger, oder? Ich meine, mal gucken. Da geht es nicht weiter, da kann man ja wirklich nicht unterschreiben. Ja, wir müssen jetzt einfach nur taktisch stehen. Im Einmarsch! Bin unterwegs. Immer wachsam, Commander. Entschärft. Sichern Sie das Gebiet und begeben Sie sich zum Sky Ranger. Alles safe, Sir, alles safe. Gut, 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 gut. Och, genau jetzt bleibt es. Den ganzen Tag läuft es stabil, aber dann, ja, dann bleibt es hängen. Das ist, ich würde fast sagen, das sackt. Ganz ehrlich. Aber das ist uns egal.
Wir zocken das brutalmäßig durch. Bis zum Ende. So, dann muss ich jetzt am letzten Save-Punkt halt dann nochmal spielen, aber das war ja nicht weit. Ja, also XCOM Enemy Unknown auf der Xbox 360. Bei mir zumindest hat er echt Probleme. Ich weiß nicht, die Xbox ist schon recht alt, aber was daran liegt, andere Spiele laufen eigentlich recht stable. Es hat jetzt den krönenden Abschluss vermasselt, aber was soll man machen? Was soll man machen? Da muss man durchnehmen. Deutsche zwei Freunde. Okay. Wir haben das gewährleistet. Dass sie connected sind, dann laden wir mal direkt das Spiel neu. Geil, das hat sich wieder aufgehängt, ja? Oder nein? Sehr schön. Ach, bitte mehr davon, ich stehe drauf. Keep on digging. Dann laden wir es doch direkt nochmal neu. So. Immer eine an The Freaks that hit me absolut. Halo 4. Cool, es lädt immer noch. Aber wie lange es lädt, ist ja unbelievable. Oder es lädt nur, wenn ich nicht im Xbox Live bin. Thank you.
Bombe entschärft. Sichern Sie das Gebiet und begeben Sie sich zum Sky Ranger. Jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt durchladen oder wieder nicht. Beispielhafte Leistung. Hoffentlich verlaufen alle Operationen so reibungslos wie diese. Nach zwei Monaten muss das Spiel geprint werden, ein paar Feintuning-Patches rauskommen. Scharflichter. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Was denn sonst, Mann? Ich bin nichts anderes von euch gewöhnt, Jungs. Cool. Okay. So, es ist spät. Es war schön. Wir sehen uns morgen. Mal sehen, wie viel Zeit ich morgen habe zum Zocken. Morgen ein paar Real-Life-Aktivitäten vor mir. Die werden bestimmt lustig. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass ihr wieder zugesehen habt und ich sage GG for free. Euer Jay von jayzock.de.